Heute geht es um die Datenverwaltung des Vereins Der Hundefreund. Der Verein wurde 2001 gegründet und bekam relativ schnell viele neue Mitglieder, denn die Kurse waren sehr erfolgreich. Das war für den Vorstand nicht ganz einfach. Immer mehr Mitglieder, die Kartei wurde immer größer, Zettel stapelten sich. Irgendwann fehlte der Überblick. Beschäftigen wir uns nochmal mit dem Verein. Der Verein hat mittlerweile 120 Mitglieder. Viele Mitglieder besitzen mehrere Hunde. Der Verein bietet zurzeit noch 3 Kurse an. Welpentraining, Begleithunde 1, Begleithunde 2. Die Kurse werden von 3 Trainern betreut. Viele Mitglieder nehmen an mehreren Kursen teil. Was also tun? Beschäftigen wir uns doch mal etwas genauer mit dem Verein. Welche Informationen interessieren mich? Da habe ich einmal die Mitglieder. Ich habe Hunde, ich habe Kurse und ich habe Kursleiter. Meine Mitglieder haben Namen, sie haben aber auch eine Adresse. Möglicherweise interessiert mich auch die Kontoverbindung. Die Haarfarbe wäre wahrscheinlich hier nicht relevant. Beschränken wir uns jetzt erstmal auf Name, Vorname, Straße, Postleitzahl, Ort. Das sind meine Merkmale, die ich in der Datenbank Attribute nenne. Ich zeichne das in einem anderen Schema auf. Die Mitglieder sind die Entitätsmenge. Ein Mitglied wäre eine Entität. Alle meine Mitglieder sind die Entitätsmenge. Meine Mitglieder haben bestimmte Merkmale, Attribute, Name, Vorname, Straße, Ort, Postleitzahl. Da die Mitglieder möglicherweise den gleichen Nachnamen haben könnten, nehme ich eine Mitgliedsnummer. Jetzt kann ich meine Mitglieder identifizieren. Hunde. Wir haben verschiedene Hunde. Die haben Vornamen. Natürlich haben Hunde häufig die gleichen Vornamen. Sie gehören verschiedenen Hunderassen an. Zum Beispiel Harry, der Labrador, Emmy, der Mops, Tobi, der Schäfer und Mix und so weiter. Vor. Welche Merkmale interessieren mich? Der Hundename, die Hunderasse. Da sie möglicherweise gleiche Namen haben, gebe ich ihnen eine Hundenummer. Ich könnte natürlich auch noch das Geburtsdatum interessieren, der Impfpass und so weiter. Interessiert mich, in welcher Beziehung stehen denn meine Mitglieder zu den Hunden? Ich habe also durchaus Mitglieder, die mehrere Hunde besitzen. Und natürlich verschiedene Kurse. Betrachten wir aber erst einmal die Beziehung zwischen den Mitgliedern und den Hunden. Ich habe meine Mitglieder, die Entitätsmenge und die Hunde. Dazwischen verbinde ich beide Tabellen, beide Entitätsmengen, da sie in einer Beziehung stehen, über die Raute. Mitglieder haben Hunde. Jetzt überlege ich mir, hat denn ein Mitglied mehrere Hunde? Eins steht für ein Mitglied, N für mehrere. Ich gucke mir das Ganze andersrum an. In meinem Verein soll ein Hund immer genau zu einem Mitglied gehören. Das macht Sinn, auch aus Haftungsgründen. 1, 1 ergibt 1. N, 1, N ist größer als 1, also setze ich hier N hin. Wenn man etwas Übung hat, kann man sich diese
Hilfsschritt ersparen und kann sofort die Relation 1 zu n hinschreiben. Da wir aber noch am Anfang sind, gehen wir über diesen Weg und haben herausgefunden, dass Mitglieder und Hunde in einer Beziehung 1 zu n stehen. Das heißt, ein Mitglied hat mehrere Hunde. Jetzt einmal die verschiedenen Kurse. Sabine Müller und der Schäferhund-Mischling Tobi besuchen das Welpentraining. Lukas Schmidt hat auch mehrere Hunde. Und Lukas Schmidt nimmt mit seinen Hunden an 3 Kursen teil. Am Begleithundetraining, am Welpentraining und am Begleithunde-2-Training. Fragen, wer nimmt teil, die Hunde oder die Mitglieder? Das ist eigentlich die Entscheidung des Vereins. Da aber auch die Mitglieder auch zahlen und haften, nehmen in unserem Fall die Mitglieder teil. An einem Kurs nimmt natürlich nicht nur ein Mitglied teil, sondern mehrere, wie hier beim Welpentraining. Fassen wir das Ganze wieder zusammen. Ein Mitglied kann an mehreren Kursen teilnehmen, deshalb 1 zu n. Gleichzeitig hat ein Kurs aber auch mehrere Mitglieder. Deswegen haben wir hier auch 1 zu n. Gehen wir wieder vor wie eben. Hier haben wir 1 und hier haben wir n. Wir nehmen den größeren Wert und schreiben ihn hier hin. Hier haben wir wieder 1 und wieder n. Jetzt müssten wir hier eigentlich n hinschreiben. Das machen wir aber nicht, sondern wir nehmen diesmal den Buchstaben m. Grund. Wenn wir n zu n hinschreiben würden, würden ja immer möglicherweise genau 4 Mitglieder an 4 Kursen teilnehmen. Weil n steht ja für einen bestimmten Wert. Nehmen wir n und m, kann das bedeuten, 4 Mitglieder nehmen an 8 Kursen teil. Wir haben hier jetzt eine Beziehung mehrere, mehrere. Einmal in einem größeren Diagramm zusammen. Und jetzt kommen wir auch schon zu unserem Entity Relationship Modell. Wir haben Mitglieder, die haben mehrere Hunde. Hier hatten wir eine Beziehung 1 zu n. Gleichzeitig nehmen diese Mitglieder an mehreren Kursen teil. Hier hatten wir eine Beziehung n zu m. Viele, viele. Wir haben uns noch nicht mit den Kursleitern beschäftigt. Wir gehen hier davon aus, dass ein Kursleiter mehrere Kurse betreuen kann, aber wir haben hier keine Beziehung n zu m. Ein Kurs immer genau von einem Kursleiter betreut wird. Wir übertragen das Ganze jetzt noch einmal mit den Attributen. Die Entitätsmenge Mitglieder mit meiner Mitgliedsnummer und den Attributen Name, Vorname, Straße, Postleitzahl, Ort. Diese Mitglieder haben Hunde. Da ein Mitglied mehrere Hunde haben kann, aber ein Hund immer genau zu einem Mitglied gehört, haben wir hier die Kardinalität 1 zu n. Die Mitglieder nehmen an verschiedenen Kursen teil. Aber ein Kurs kann verschiedene Mitglieder haben. Deshalb haben wir hier eine Beziehung n zu m. Gleichzeitig leitet ein Kursleiter mehrere Kurse, aber ein Kurs wird immer genau von einem Kursleiter geleitet. Wir haben hier auch nochmal die Attribute zu der Entitätsmenge geschrieben. Das wäre
bei den Kursen einmal die Kursnummer, der Kursname. Kursleiter haben auch eine Nummer, damit ich sie eindeutig identifizieren kann. Ich könnte ja mal zwei Kursleiter mit dem Namen Meier haben. Dann interessiert mich der Kursleiter Name und der Kursleiter Vorname.